Was geht, liebe Leute, und willkommen zu dem Video. Ja, dies ist nur ein kleines Infovideo. Und zwar, es geht, wie ihr es im Titel gelesen habt, über meine Community-Projekt, beziehungsweise gesagt, um das Splatoon Online-Community-Projekt. Für alle, die bei meinem Livestream gestern Abend dabei waren, erstmal Dankeschön dafür. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben Splatoon live geschockt. Und das wird ab jetzt so fortgeführt. Denn ich habe mir jetzt überlegt, als ein Community-Projekt machen wir ab jetzt jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr für einen Splatoon-Livestream, wo ich live gegen mit euch Splatoon zocke. Das machen wir so lange, bis Splatoon 2 erscheint, dann werden wir Splatoon 2 spielen. Natürlich kann es ab und zu mal Ausnahmen geben, dass wir jetzt mal eine Woche nicht spielen oder so, weil zum Beispiel ein anderer Livestream anlegt, so wie am 3.3., wenn wir der letzten auf Zelda Breath of the Wild antesten werden oder solche Geschichten, aber in der Regel gilt, Freitag ab jetzt immer von 20 bis 21 Uhr, der Toon-Livestreams und sonstige andere Livestreams machst dann random am Samstag oder so, wenn ich einfach Bock habe, aber auf jeden Fall, es gilt, Freitags findet ab jetzt immer von 20 bis 21 Uhr jeden Freitag ein Splatoon Online Livestream statt, wo ich zusammen mit euch eben online spiele. Das ist das erste große Community-Projekt. Und ja, ne, das, damit ihr das einfach wisst, ab jetzt eben jeden Freitag ab 20 Uhr Livestream Splatoon ist spiele gegen euch. Und kommen wir nun noch zu einer anderen Community-Projekt-Ankündigung. So, und das zweite Projekt ist natürlich Super Mario Maker, wie ihr gerade was dann schon gehört habt, denn auch da starten wir ein Community-Projekt, allerdings erst ein bisschen später. Das heißt, ich werde jetzt dann die Tage anfangen mit dem ersten Part, aber da werde ich jetzt den ersten paar Parten erstmal so das Game zeigen, also auf das Offline-Game, sprich, wie man einfach ein Level baut, und ich werde die 100 Mario-Herausforderungen machen, dann in ein paar Wochen, Monat oder zwei Monaten, weiß ich nicht, geht dann da auch das Online-Projekt durch, und das ist dann nämlich ein Community-Projekt, weil ihr mir da dann eure Level jetzt zusenden könnt, die ich dann da spiele, und ich denke mal, das wird cool. Sage ich jetzt voraus, ne? Dementsprechend bei Mario Maker startet die Tage und in ein paar Wochen startet dann auch die Community-Aktion, dass ihr mir eure Level zusenden könnt. Da sage ich dann aber nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, das war's dann auch so mit dem Info-Video. Habe jetzt fast 3,5 Minuten dann gefüllt, wenn das Video vorbei ist. Wie schnell es halt vergeht, ne? Dann bedanke ich mich, auch wenn es so ein Info-Video ist, fürs Zuschauen. Und ja, tut es doch einfach mal mit Like, es liken, wenn euch das gefällt und ihr gerne noch öfter solche Community-Projekte haben möchtet. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Freitag wieder zum Livestream von Splatoon. Ansonsten gilt, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, liebe Leute.